studiere an der LMU Soziologie. Ich habe mit einigen, die auch heute hier sind, am Montag, letzte Woche, haben wir ein Solidaritätskomitee aufgebaut, um eben die Kolleginnen, die Hebammen in Neuperlach zu unterstützen, um ihnen auch eine Rückendeckung zu geben, denn es ist unmittelbar wichtig, dass wir eine Solidarität in dieser Stadt entwickeln, genau für diesen Kampf, der, denke ich, exemplarisch ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Politik der letzten 30 Jahre dazu geführt hat, dass die Hälfte aller geburtshilflichen Stationen geschlossen wurde. Das ist erstmal auch ein Fakt. Es wurde viel von Fakten gesprochen. Das ist eine Politik, die von der GroKo geführt wurde, die von der Ampel jetzt nochmal vertieft wird. Das müssen wir im Gedächtnis haben. Und deshalb haben wir uns selbst organisiert, und zwar unabhängig. Wir versuchen nicht in Richtung der Landtagswahlen, weil ich weiß auch, dass sie nächstes Jahr anstehen. Vielleicht ist das auch eine Motivation, ich will das nicht unterstellen, aber es ist Teil der politischen Kampagnen, denke ich, dann auch sich gewissermaßen zu profilieren. Deshalb denke ich, dass es wichtig ist, als unterschiedliche Organisationen zusammenzukommen, offenes Frauentreffen, kritische Medizin zum Beispiel, dass es uns am Herzen liegt, euch zu unterstützen. Wir haben dort einen Ruf gemacht, den ich auch gerne mit euch rufen würde, und zwar der Kreißsaal bleibt. Also ich werde sagen, dass wir 3, 2, 1 gemeinsam der Kreißsaal bleibt rufen. Okay? 3, 2, 1. Der Kreißsaal bleibt! Der Kreißsaal bleibt! Der Kreißsaal bleibt! Der Kreißsaal. Ich wollte noch eine kleine Sache sagen. Es wurde ja ein bisschen relativiert, diese wirtschaftliche Frage. Ich frage mich, was für einen Standard setzen wir für die ökonomischen Fragen. Also wir als Studierende zum Beispiel haben jetzt von der Fortschrittskoalition 200 Euro Einmalzahlung versprochen gekriegt. Wir wissen, in welcher Situation wir sind. 200 Euro für alle Studierende sind wie viel von der Miete? Weniger als die Hälfte, würde ich sagen. Wir haben 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ausgegeben. Also Geld ist übermäßig eigentlich da. Der Staat verschuldet sich enorm. Aber dann solche Standards zu setzen, um die Geburtshilfe zu schließen, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und es ist eine Schande. Nein, ich sehe Sie als Vertreter Ihrer Partei da sind. Deshalb, mit jemand anders kann ich nicht sprechen. Aber ich baue eher darauf auf, dass wir heute da sind. Ich habe kein Vertrauen in die Parteien, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Wir können gerne danach drüber sprechen. Mir ist es relevant, dass wir selber die Solidarität aufbauen. Und auch wenn wir für die Mütter stehen, wie hier gesagt wurde, ist, denke ich, das ist meine ganz persönliche Meinung, müssen wir darüber nachdenken, auch mit den Abschiebungen aufzuhören, weil wir hier in einem sehr migrantischen Viertel sind. Was wichtig ist, im Kopf zu haben, dass auch Frauen, wenn sie schwanger sind, auch in dieser Stadt abgeschoben wurden oder versucht wurde abzuschieben. Wenn wir hier in diesem Stadtviertel sind, dann auch uns zu unterstützen, die Kolleginnen, aber auch all diejenigen Menschen, die hier leben und kein sicheres Leben haben. Deshalb kommen wir zusammen, wir organisieren uns selbst, wir wollen den Kampf vorantreiben, und bis der Kreißsaal bleibt, werden wir nicht aufhören, auf die Straße zu gehen, werden wir nicht aufhören, an unserer Universität nach Unterschriften zu sammeln und uns auf uns selbst zu setzen mit den Kolleginnen. Vielen Dank.